wenn Sie ein Haus kaufen, gibt es drei wichtige Sachen. Die Lage, die Lage, die Lage. Das kennt jeder. Und im Management, wenn Sie eine Innovation durchdrücken, gibt es drei wichtige Dinge. Der das macht, der das macht, der das macht. Tatsächlich bei großen Problemen, wie sie in Fukushima mit der Atomkatastrophe sichtbar werden, aber vielmehr noch in kleinen Tragödien des Alltags. Ich glaube, wir fallen jedes Mal auf das gleiche technische Versprechen herein, das sich auf Dauer nicht auszahlt. Wir glauben nämlich, dass wir souverän Technologien nützen können. Wo eben nicht nur, wo es nicht nur darum geht, klassische Schulbücher zu entwickeln, zu layouten, sondern tatsächlich ganz neue Ansätze zu finden. Also wie muss das Lernen der Zukunft aussehen und wie müssen wir es gestalten? Denn ohne Lernmittel und gesamte Lernsysteme werden wir das natürlich nicht können.